Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur Bundesliga-Prognose zum zweiten Spieltag der Saison 2017-2018. Heute geht es rund mit den nicht optimal gestarteten Vereinen mit ihren ersten Heimspielen der Saison. Dazu kommen wir also und ich würde sagen, wir springen rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Eure Tipps ballert ihr natürlich wie immer in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ich da einiges zu lesen bekommen würde. Checkt auf jeden Fall auch die Videobeschreibung aus. Link zu OneFootball, eurer kostenlosen App für euer Smart oder iPhone aus dem App oder Play Store, die ihr euch da runterladen könnt. Für die neuesten Live-Scores, Transfer-Informationen und Kader-Informationen natürlich auch Gerüchteküche am Start. Alles, was man so auf dem Display sehen möchte. Dazu mein Merchandise, meine Social-Media-Links, Instagram und Twitter und selbstverständlich mein Sponsor IGVault. Schaut auf jeden Fall auch vorbei. 6% Rabatt auf eure Produkte mit dem Code MAXGAMINGTV. Wir starten durch mit dem ersten Spiel der Wochenendkonferenz. Quatsch, das Freitagsspiel ist das erste. Und zwar der erste FC Köln gegen Hamburger SV. Wie gesagt, die nicht ganz optimal gestartet haben Heimspiele. Und der erste FC Köln hat das Derby gegen Borussia Mönchengladbach knapp mit 1:0 im Borussia Park verloren. Hat dabei viele Chancen verballert in Form von John Córdoba, der definitiv ein paar Buden hätte machen können, allerdings keine gemacht hat. Und das ist in meinen Augen das große Problem beim ersten FC Köln, denn sie haben nicht mehr diesen Modeste, sie haben nicht mehr diesen Torjäger, der eiskalt alle Buden macht. Córdoba hat letzte Saison auch nur 5 Tore gemacht. Das muss man einfach bedenken. Er hat nicht diesen eiskalten Abschluss. Er ist ein Arbeiter. Er ist ein absolutes Arbeitstier, er hat eine Pferdelunge bis zum geht nicht mehr, aber er ist nicht eiskalt vorm Tor und das könnte dem FC deutlich zum Verhängnis werden und das ist gegen Gladbach unter anderem halt eben auch schon geworden. Mal sehen, wie es jetzt gegen den HSV läuft. Die sind ja glücklich gestartet mit einem 1:0 gegen den FC Augsburg. Allerdings war das auch keine hundertprozentig souveräne Vorstellung. Es war so ziemlich Not gegen Elend eigentlich mit dem deutlich besseren Ende für den HSV, die in meinen Augen auch verdient gewonnen haben, aber trotzdem ist auf jeden Fall noch eine Menge Luft nach oben und gerade auswärts sehe ich eigentlich schwarz und zumal Köln auswärts zu Hause sehr, sehr stark ist und auswärts nicht so stark wie zu Hause, wird das, denke ich, eine sehr, sehr schwere Aufgabe für den HSV. Natürlich könnt ihr euphorisiert sein von dem Sieg gegen den FC Augsburg, allerdings glaube ich trotzdem, dass der FC Köln dieses Spiel gewinnen wird, nachdem ich am ersten Spieltag eigentlich meines kompletten Willens widerstrebend gegen Köln und für Hamburg getippt habe, tippe ich jetzt 2:0 für den FC. Fehlstart abgewendet, das möchte auch Werder Bremen schaffen, die ja am ersten Spieltag unglücklich 1:0 verloren haben gegen die TSG 1899 Hoffenheim durch ein spätes Tor von Andrej Kramaric. Jetzt kommt der FC Bayern München nach Hause. Das ist natürlich auch alles andere als optimal, dass man direkt zum Saisonstart so einen schweren Gegner Nummer 2 gleich hat. Vielleicht gut für den Verlauf der Saison, wenn man sich richtig eingegroovt hat, kommen die einfacheren Gegner, aber nichtsdestotrotz kann das natürlich Bremen deutlich zurückwerfen. Ich denke, dass Bayern das 3:1 gegen Leverkusen noch nicht hundertprozentig geschmeckt hat, weil da noch definitiv Abläufe waren, die nicht optimal waren, hätte Leverkusen seine Chancen besser genutzt, wäre dieses Spiel deutlich knapper gewesen und ich denke, das möchte man in München vermeiden. Ich glaube, dass es dementsprechend ein Auswärtssieg für die Bayern wird, gar keine Frage. Allerdings, dass das Ganze auch dieses Mal wieder nicht hundertprozentig safe wird. Ich denke, Bremen wird seine Gelegenheiten haben. Ich denke, das Weserstadion wird kochen und wird die Werderaner nach vorne pushen. Nichtsdestotrotz tippe ich auf ein 1:3 für die Bayern. Auch Augsburg ist am ersten Spieltag suboptimal gestartet, gegen den Hamburger SV auswärts verloren mit 1:0 und spielt jetzt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, die sehr gut reingekommen sind mit einem 1:0 Heimerfolg im Derby gegen den ersten FC Köln. Augsburg sehe ich als Abstiegskandidaten Nummer 1, gerade nach dem Verlust von Raúl Bobadilla und jetzt spielt Raúl Bobadilla gegen seinen Ex-Verein. Oder auch nicht, denn es gibt eine Klausel im Vertrag, die ihm genau das verbietet. Sehr, sehr interessant, aber ich denke, Borussia Mönchengladbach ist trotzdem gut genug aufgestellt, um auswärts in Augsburg bestehen zu können. Ich glaube, Augsburg hat einen ziemlichen Dämpfer bekommen nach dem Pokal aus und jetzt nach der ersten Niederlage der Saison. Das Problem ist halt auch, ich glaube, dass es relativ schwer ist, aus dem Loch rauszukommen. Andere Teams würden vielleicht umso mehr angespornt sein, umso mehr gepusht sein. Ich glaube, bei Augsburg ist das relativ schwierig zu sehen momentan und ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach den zweiten Sieg der Saison holen wird und zwar auswärts in Augsburg mit 0:2. Jetzt kommen wir immer noch zu einem Team, das nicht verloren hat, aber das auf jeden Fall gerne hätte gewonnen und zwar Eintracht Frankfurt. Die haben nämlich 0:0 gespielt. Auswärts in Freiburg die erste Nullnummer der Saison, hatten dabei Gelegenheiten über Gelegenheiten, haben sie nicht genutzt und im Endeffekt dementsprechend nur einen Punkt aus diesem ersten Spiel geholt. Damit dürften sie nicht zufrieden sein und ich denke mal, dass sie es zu Hause besser machen wollen gegen den VfL Wolfsburg, die ja ganz, ganz suboptimal gestartet sind und als Tabellenletzter in die neue Saison gehen, beziehungsweise in den zweiten Spieltag mit einer 0:3 Heimniederlage gegen Dortmund. Die dürften also richtig angestachelt sein, es diesmal besser zu machen. Frankfurt aber auch, nachdem sie das letzte Spiel eigentlich hätten gewinnen sollen, wollen sie es definitiv diesmal machen. Es wird, denke ich mal, ein spannendes Spiel in der Commerzbank Arena und ich tippe auf ein Unentschieden, weil diese beiden Mannschaften in meinen Augen auf der gleichen Augenhöhe sind von der Qualität, die sie haben und ich denke, dass es hier ein 1:1 wird.
Rudi Völler hat bei Bayer Leverkusen angekündigt, dass noch Transfers folgen werden, dass man auf jeden Fall noch die Möglichkeit hat, aufgrund der Abgänge wie beispielsweise Chicharito einiges zu holen. Das ist auch nötig, denn am ersten Spieltag gab es eine 3:1 Niederlage gegen den FC Bayern München und da war deutlich, was das große Problem bei den Leverkusenern ist. Und das ist einmal die defensive Zuordnung und die absolute Abschlussschwäche. Da muss auf jeden Fall noch was passieren. Sowohl Kevin Volland als auch Abdi Mehdi sind keine totalen Torjäger und dementsprechend muss da eventuell noch einer her. Für das Spiel gegen Hoffenheim sehe ich momentan noch relativ schwarz. Hoffenheim ist gut in die Saison gekommen mit einem 1:0 gegen Werder Bremen und jetzt in der Champions League Qualifikation ausgeschieden. Dementsprechend werden die noch angespornter sein, es dieses Mal am Wochenende jetzt besser zu machen und ihren Fans dann zu sagen, eine kleine Entschädigung zu geben. In der Bayer Arena ist es definitiv nicht einfach zu bestehen, für kein Team, das war es auch letzte Saison nicht, obwohl Leverkusen so schlecht dastand am Ende der Saison, aber ich glaube trotzdem, dass Hoffenheim das Ding nicht verlieren wird. Ich glaube aber auch nicht, dass Leverkusen verlieren wird, einfach weil die sich keine zweite Niederlage direkt zum Saisonauftakt erlauben dürfen und weil die, denke ich mal, angespornt sind, auch durch dieses gute Spiel in München, wo es einfach nur in der Chancenverwertung gelegen hat. Ich denke, es wird ein torreiches Spiel. Ich denke, wir sehen hier ein Unentschieden 2:2. Bisher gehe ich relativ auf sichere Tipps. Normalerweise müsste ich ein bisschen mehr Risiko tippen. Allerdings denke ich einfach, dass die Spiele so ausgehen werden. Und jetzt kommen wir zu Stuttgart gegen Mainz. Stuttgart hat am ersten Spieltag verloren. Auswärts in Berlin mit 0:2. Mainz hat verloren zu Hause gegen Hannover 96 mit 1:0. Und ich glaube, das wird eine relativ enge Partie für die Mainzer auch in Stuttgart. Natürlich sind die beiden Mannschaften nicht so weit voneinander entfernt, jetzt räumlich gesehen und auch leistungstechnisch und von den Möglichkeiten her, die sie haben. Aber nichtsdestotrotz muss Mainz eigentlich, um den Fehlstart zu vermeiden, gewinnen. Stuttgart spielt aber zu Hause. Ist das erste Bundesligaspiel wieder und die Fans werden richtig kochen und richtig geil sein auf dieses Spiel und auch der VfB, denke ich mal, um diese Niederlage aus Berlin, die in meinen Augen nicht hundertprozentig nötig war, wettzumachen. Und ich denke, das werden sie auch tun. Ich glaube, dass Stuttgart gewinnen wird gegen Mainz 05. Ich denke, dass sie sich auf jeden Fall nochmal gut verstärkt haben diese Woche, unter anderem mit Santiago Azcaquiba aus Argentinien, ja, teuerste oder mit der teuerste Transfer in der Stuttgarter Vereinsgeschichte, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht sogar der teuerste, bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, damit nochmal die Defensive verstärkt und ich denke, das könnte zugute kommen gegen die Mainzer, die ja gegen 96 Defensive schon Probleme hatten, sich durchzusetzen und dementsprechend wird das ein Heimerfolg für Stuttgart mit 2:1. Topspiel am Samstagabend dann der Tabellenführer aus Dortmund gegen den momentan Tabellendritten Hertha BSC, die 2:0 ja zu Hause gewonnen haben, eben gegen den VfB Stuttgart. Wird sehr, sehr spannend, denke ich mal. Dortmund ist gut reingekommen, Dortmund spielt zu Hause, das Westfalenstadion ist eine Festung, Hertha wird es ihnen nicht einfach machen, ist aber auswärts definitiv deutlich schwächer als zu Hause. Das war letzte Saison so, das war immer so und das wird auch dieses Mal so bleiben und ich denke nicht, dass sie eine Chance haben, eine realistische gegen Borussia Dortmund. Und ich denke, das wird ein 3:1 für den BVB, die damit weiter an der Tabellenspitze bleiben werden. Denn wir haben es ja gerade gehört, Bayern gewinnt auch 3:1 und damit sind 6:1 Tore gegen 6:2 Tore. Also auch nach dem zweiten Spieltag in meiner Tabelle der BVB weiterhin Spitzenreiter. Der nicht optimal gestartete Lieblingsverein aller deutschen Fußballfans aus Leipzig spielt zu Hause gegen den SC Freiburg und das ist auf jeden Fall ein Spiel, was, finde ich, eine ganz besonderen Charme hat. Einfach aufgrund dessen, dass Freiburg so absolute Traditionalisten sind, ein kleiner Verein aus dem Schwarzwald mit ihrem kleinen sympathischen Stadion, mit ihrem kleinen sympathischen Trainer, mit ihrem kleinen sympathischen Etatbudget und natürlich auch allgemein Marktwert und dann RB Leipzig, die neue Fußballmacht in Deutschland. Freiburg ist, so salar gestartet mit einem 0:0 zu Hause gegen Frankfurt, das ist nicht so schlecht. Leipzig ist nicht so geil gestartet, auswärts mit einem 0:2 auf Schalke. Ich glaube, dass sie es diesmal besser machen zu Hause und ich glaube, dass sie das Ganze zurückzahlen werden. Und ich glaube, das wird ein relativ deutlicher Sieg für Leipzig. Ich sehe Freiburg einfach nicht auf dem Level, dass sie großartig was reißen können diese Saison. Das war auch gegen Frankfurt schon nicht so überragend. Es war okay, aber es war nicht überragend. Und ich glaube, auswärts, ohne die Fans im Rücken, gerade in Leipzig, dieser fußballbegeisterten Stadt, die jetzt gerade die Champions League Auslosung, die heute Abend ja ist, nochmal euphorisiert werden wird. Hei, das wird ganz, ganz schwierig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich vielleicht einen knappen Sieg oder einen hohen Sieg tippen soll. Ich tippe aber einen hohen Sieg, einfach weil ich mal Risiko machen möchte und sage 3:0 für RB Leipzig. Hasst mich, aber ist mir egal. So, für alle, die jetzt keinen Bock mehr haben, ihr könnt jetzt wegschalten, denn es geht um Hannover 96 und das dauert jetzt logischerweise wieder ein bisschen länger, weil das ist mein Verein. Gut, dass es das letzte Spiel ist, weil jetzt könnt ihr abhauen. 96 spielt also zu Hause gegen die Gelsenkirchener, die am ersten Spieltag 2:0 zu Hause beeindruckend gewonnen haben gegen RB Leipzig, da sehr, sehr stark gewirkt haben und vor allem gezeigt haben, dass die Saison ohne die Doppelbelastung durch die Europa League bzw. Champions League auf jeden Fall mit ihnen zu rechnen ist. Schalke hat eine deutlich bessere Qualität im Kader als Hannover 96, natürlich individuell viel stärker besetzt, beispielsweise mit einem Konoplyanka, der langsam in Form kommt, mit einem Nabil Bentaleb, mit einem Leon Goretzka, mit einem Ralf Fährmann. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Hannover, denke ich mal, sehr euphorisiert in dieses Spiel gehen wird. Erstens, weil es das erste Heimspiel ist und zweitens nach dem Sieg gegen Mainz 05. Natürlich kommt dazu, dass Schalke das für sich zum Heimspiel machen wird von der Atmosphäre her. Liegt ganz einfach daran, dass die Schalke-Fans sowieso immer laut sind in Hannover, extrem viele mitbringen und das 96er Stimmungsboykott macht und dementsprechend es relativ ruhig sein wird im Heimbereich der Roten. Ich hoffe aber, dass die Mannschaft sich davon nicht beirren lässt und normalerweise ist der Heimort
Saisonauftakt von Hannover 96 immer relativ gut. Ich hätte mir gewünscht, dass wir am ersten Spieltag zu Hause gegen Schalke spielen, weil wir hatten vor ein paar Jahren dieses Ganze schon mal, dass wir am ersten Spieltag zu Hause gegen Schalke gespielt haben. Und der Heimauftakt klappt bei 96 eigentlich, ja, standesgemäß immer sehr, sehr gut. Ja? In den letzten Jahren, immer wenn 96 in der Bundesliga ein Heimdebüt hatte, lief es nicht so schlecht. Unter anderem Beispiel, okay, gegen Dortmund, glaube ich, oder so, haben wir es mal verloren, als wir abgestiegen sind. Aber normalerweise gewinnen wir die Dinger. Gegen Wolfsburg, gegen Schalke, dann nochmal gegen Wolfsburg. In den ganzen Saisons war es immer so ein kleiner, ich sag mal, Muntermacher zum Saisonbeginn. Und ich habe auch das Gefühl, dass es diesmal klappen könnte. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Schalke ist halt gut reingekommen, 96 auch. Und natürlich habe ich auch eine Fanbrille auf, gar keine Frage. Aber ich glaube, gerade durch die Verpflichtung von Jonatas könnte da was gehen für die Roten. Ich habe das Gefühl... Und ich bin überzeugt eigentlich, dass ich am Anfang der Saison deutlich pessimistischer war, oder vor dem ersten Spiel deutlich pessimistischer war, und dass dieser Sieg einfach so eine Euphorie entfachen könnte, dass wir einen Punkt holen. Ich glaube, dass wir einen Punkt holen können, und ich tippe zu Hause zwischen Hannover und Schalke auf ein 2:2. Das wäre für mich natürlich optimal als 96-Fan. Wie denkt ihr denn, dass euer Verein am Wochenende spielen wird? Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ihr könnt gerne auch längere Texte schreiben. Ich werde da immer wieder drauf antworten. Gerade wenn ich längere Texte sehe, werde ich definitiv drauf antworten. Ich würde mich freuen, dementsprechend, wenn er das mal macht. Checkt die Beschreibung aus, ladet euch OneFootball runter und schaut natürlich bei IG Vault vorbei, wenn ihr noch irgendwas braucht. Vielleicht auch für Rocket League oder sowas, würde ich mich drüber freuen. Demnächst gibt es wieder einen Livestream, und zwar wahrscheinlich heute Abend spät. Ja, das heißt, checkt auf jeden Fall mal Twitch aus. Der Link ist ganz, ganz oben in der Videobeschreibung. Würde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen und folgen, damit ihr eventuell beim nächsten Stream dabei seid. Kann auch sein, dass es am Wochenende einen gibt, vielleicht am Sonntagabend, weil Sonntagnacht ja der Fight ist zwischen Conor McGregor und Floyd Mayweather. Also checkt das auf jeden Fall aus, und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Das kommt irgendwann jetzt am Wochenende wahrscheinlich. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.